Ja, für unsere U23 ist es bisher eine äußerst erfolgreiche Saison. 10 Spiele sind absolviert, 8 davon hat Schwarz-Gelb gewonnen, 2-mal unentschieden, also eine fast makellose Bilanz. Aber wie es der Trainer sieht, wie Enrico Maaßen das beurteilt, das wollen wir ihn natürlich jetzt direkt fragen. Enno, wie bist du denn mit der Ausbeute bis jetzt zufrieden? Ja, ich denke, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Man konnte das, glaube ich, nicht unbedingt erwarten, denn wir sind im Trainerteam ja quasi komplett neu im Sommer gestartet. Dazu dann eben auch ein großer Umbruch im Kader. Und dennoch haben wir es geschafft, in dieser Zeit wirklich ein Team zu werden und auch ansehnlichen Fußball zu spielen. Ich glaube, wir haben aktuell die beste Offensive der Liga. Das zeigt einfach auch, wie offensiv wir Fußball spielen. Und ich denke, dass wir uns in jedem Spiel immer eine Vielzahl an Möglichkeiten erspielen. Das war etwas, was wir uns vor der Saison vorgenommen haben. Und dazu eben einfach diese Atmosphäre, die wir bis zu diesem Zeitpunkt in der Saison haben, denke ich, sind Schlüsselfaktoren dafür, dass es bisher so gut lief. Das Trainerteam strebt ja immer so ein bisschen nach Perfektion. Die gibt es natürlich nie komplett, aber wenn du mal die einzelnen Spiele durchgehst, welches Spiel kommt denn der Perfektion zumindest nahe? Wo haben die Jungs deine Vorstellungen bisher am besten umgesetzt? Ja, ich glaube, das war in vielen Spielen der Fall. Man hat natürlich gesehen gegen Aalen, wie schnell wir den Gegner dann einfach auch beseitigt haben, weil wir schnell 5 Tore geschossen haben. Ich glaube, es hat nach einer halben Stunde 5-0 gestanden und es gab die ein oder andere Partie, wo es ähnlich hätte sein können. Wir haben uns immer vorher auch schon viele Chancen erspielt. Wir spielen beispielsweise 1-1 gegen Bonn und da war das eigentlich vom Chancenverhältnis und von der Spielanlage ähnlich. Plus wir haben es nicht geschafft, das zweite Tor dann nachzuschieben. Eher kassieren wir dann in der zweiten Halbzeit noch eins und spielen dann eigentlich ein Spiel, wo du total überlegen bist, 1-1. Dann gegen Essen, glaube ich, war das Spiel, wo wir in der ersten Halbzeit auch am meisten zugelassen haben, das muss man klar sagen. Aber nach dem 1-0 für uns, Mitte der zweiten Halbzeit, haben wir das Spiel komplett im Griff. Müssen eigentlich dann das zweite, vielleicht sogar das dritte nachschieben und spielen hinten raus in der 94. 1-1. Das sind so diese zwei Spiele natürlich, die, ist auch klar, dass du nicht durch die Saison gehst und jedes Spiel gewinnst, aber wo du dann zweimal unentschieden spielst und eigentlich danach sagst, boah, die kannst du eigentlich gar nicht mehr unentschieden spielen oder kannst du gar nicht unentschieden spielen. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich denke, gegen Aalen hat man gesehen, wenn man dann auch effizient ist und seine Chancen nutzt, wozu wir in der Lage sind. Und ich denke, das wäre in der einen oder anderen Partie absolut möglich gewesen, wenn wir effizienter vor dem Tor gewesen wären, wenn wir die Angriffe genauer zu Ende gespielt hätten. Aber insgesamt mit der Spielanlage und die Art und Weise, wie intensiv wir Fußball spielen, wie aggressiv wir Fußball spielen gegen den Ball, wie variabel wir mit dem Ball Fußball spielen, wie viele Chancen wir uns erarbeiten, damit sind wir sehr zufrieden. Und es ist ja auch immer ein Stück weit Entwicklung über eine Saison gesehen. Wie stellst du da die Entwicklung fest? Wie haben sich da die Jungs in den Monaten, die du jetzt für die Jungs verantwortlich bist, weiterentwickelt? Ja, wir sind, denke ich, immer noch am Anfang. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Und das wird auch mal dazugehören, dass man vielleicht auch mal ein Spiel nicht gewinnt. Das gehört auch zu der Entwicklung dazu. Trotzdem sind wir positiv und hoffen, dass es natürlich so weitergeht. Ich glaube, dass für uns wichtig ist, dass wir eine Achse haben. Die sieht man auch, gerade mit Steffen Tigges, Niklas Dahms und Franz Pfanner und jeder Ebene einfach ein Spieler, die unwahrscheinlich wichtig sind für das ganze Gebilde. Und drumherum ist es so, dass wir sehr viel Spielzeit verteilen auch. Und ich glaube, das ist in dieser Saison extrem wichtig, wo wir so viele Spieler haben und wo die Regenerationszeit so wichtig ist, dass wir alle Spieler drumherum mitentwickeln. Und ja, ich denke, das ist uns auch bisher sehr, sehr gut gelungen. Die Marathonsaison hast du ja schon angesprochen. Es ist die längste Saison aller Zeiten, so will ich es jetzt mal nennen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es eben keine Absteiger gab und die Liga aufgestockt wurde. Vielleicht grundsätzlich erstmal, wie froh warst du darüber, dass die Regionalliga West im Vergleich zu allen anderen Regionalligen weiterspielen darf? Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass wir unseren Beruf weiter ausüben können. Ich glaube, das ist ein Privileg und für mich ist einfach wichtig, dass die Gesundheit aller nicht gefährdet ist. Und wenn das sichergestellt werden kann, dann finde ich es super, dass es weitergehen kann. Und ansonsten ist es natürlich so, dass es keinen klaren Rhythmus in diesem Jahr gibt. Aber ich glaube, insgesamt ist es eine außergewöhnliche Saison. Das haben wir vor der Saison auch betont. Und da musst du Außergewöhnliches leisten und das ist uns im Moment gut gelungen, dass wir uns immer wieder fokussiert haben und deswegen musst du dich einfach auch in diesem Jahr einfach immer wieder top konzentrieren. Jedes Spiel kann vielleicht auch das letzte sein, man weiß es nie, was passiert. Von daher einfach top vorbereiten und jedes Spiel für sich super angehen.
Das nächste steht jetzt am Samstag auf dem Programm gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wie schätzt du den Gegner ein? Gut. Also ich glaube, dass sie Schwierigkeiten hatten zu Saisonbeginn, weil sie auch viele Veränderungen hatten. Dass dann viele wichtige Spieler auch weggebrochen sind. Jetzt sind sie alle wieder dabei. Das ist eine Mannschaft, die physisch sehr stark ist, die sehr viele Drittliga-erfahrene Spieler hat. Und von daher wird es, glaube ich, eine ähnliche Thematik wie gegen Preußen Münster oder Fortuna Köln. Ich sehe sie eigentlich auf Augenhöhe, wenn sie ihr Top-Personal hat. Und das ist im Moment so. Von daher wird es eine super Aufgabe für uns. Und das wird nicht einfach. Es wird ja eine Premiere für euch werden. Ihr werdet zum ersten Mal hier im wunderschönen Jugendstadion spielen. Inwiefern verändert das für euch die Abläufe? Ja, die Wege sind dann kürzer. Aus dem Trainingszentrum sozusagen direkt auf den Platz. Nein, ich glaube, Rote Erde hat natürlich total Charme. Und das natürlich gerade wenn die Zuschauer dabei sind, ist es was Besonderes dort zu spielen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Zuschauer sind nicht da, jetzt haben wir die Möglichkeit hier zu spielen. Und ich denke, das ist für uns, das ist eine Top-Rasenqualität, kein Nachteil. Und von daher freuen wir uns, dass wir hier spielen können. Das Spiel gegen RWO könnt ihr natürlich bei BVB-TV sehen. Ein bisschen mehr über Enno könnt ihr auch noch erfahren in unserem Podcast. Der ist ab Donnerstag für euch abrufbar. Und ansonsten wünsche ich dir, Enno, und der U23 natürlich viel Erfolg für die noch ausstehende Saison. Schönen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank auch.